Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück in unserer Gruselpension. Ich hatte mir schon mal ein bisschen Gedanken um den Garten gemacht. Also ich würde den eigentlich fast so lassen, wie er ist. Da gucken wir dann, denke ich, wenn wir fertig sind, nochmal genauer. Aber ich denke, am Ende werden wir den in etwa ja, so lassen, weil das, denke ich, passt schon. Schauen wir mal. So, wir waren ja hier dran. Wir haben das Badezimmer ja beinahe fertig gemacht. Da machen wir jetzt noch eben weiter. Ich würde hier die drei blauen hinmachen, ne? So, mal eben, dass wir hier das jetzt auch dann mal zum Abschluss bringen, dass wir dann endlich die Deko ja auch machen können, ne? In den Zimmern. So, Wände, Wandfliesen. Wir brauchen die da. Ich denke mal zwei. Ja, wahrscheinlich. Und einmal die blauen noch. Da brauchen wir dann aber hoch gar nicht so viele von. Warte mal. Wo sind die jetzt hin? Bin ich denn hier richtig? Ja, ich bin hier richtig. Wo sind denn jetzt die blauen hin? Ach, das sind die, ne? Sind das die? Ja. Die sahen jetzt... Das Ding ist, ich war jetzt völlig irritiert, weil die eben hier so gesprenkelt aussehen. Und wenn die jetzt hier auf dem Haufen, geht das eigentlich auch. Aber da sieht man das also so ganz, ganz leicht nur. Deswegen hat mich das jetzt ein bisschen irritiert. Den können wir hier gleich wieder verkaufen, den Haufen. Den brauchen wir nicht mehr. Denn unten werden wir ein bisschen altbackener wahrscheinlich, was das Badezimmer angeht. So, ich muss mal eben da hoch. So. Also ich muss sagen, ich bin ja wirklich begeistert am Ende, was wir hier für Badezimmer geschaffen haben in den Zimmern. Ja, hätte ich echt nicht für möglich gehalten, aber hat jetzt wirklich gut funktioniert. So, habe ich alles? Ja, sieht so aus. Ich komme hier nicht mehr runter. War ein bisschen eng da drinne. So, das können wir verkaufen. Dann machen wir noch eben den Boden. Ist das die Bodenfliese? Ja, okay. Hey. Und das Stück noch. Okay. So, Badezimmer fertig. Dann machen wir eben die Standards da wieder rein. Und zwar die Lampe. Den, den Lichtschalter brauchen wir noch. Genau. Der kommt dahin. Eine Heizung brauchen wir auch noch, ne? Eine Heizung haben wir hier nicht drin. Nein, haben wir nicht. Lass mal gucken, ob wir die da irgendwo versteckt haben, aber das war hier nicht. Dann brauchen wir den Spiegel, ne? Den da in weiß. Ja, ach, den lassen wir so. Dann Hängeregal. Hängeregal. Und dann die kleinen Utensilien. Das war bei Sonstiges. Hier. Also hier gibt es dann auch nur eine Zahnbürste. Ne? Aber vielleicht sollten wir da nicht unbedingt eine rosane nehmen. Nehmen wir eine schwarze. Türkis, lila ist gut, das ist neutral. So. Wobei man ja eigentlich sowieso seine eigenen Sachen dabei hat, ne? Was Zahnbürste und so angeht. Aber trotzdem stellen wir das hier erstmal hin. So, dann brauchen wir noch den Föhn. Oh, den gibt es jetzt im Dunkeln hier.
Und die Handtücher, die sind da. Genau. So. Perfekt. Dann brauchen wir jetzt noch die Heizung. Anschlüsse. Heizung. Da passt's nicht wegen den Handtüchern jetzt. Aber so kriegen wir sie unter. Da. Da. Genau. So. Super. Dann müssen wir jetzt noch den Schalter anmachen, sonst geht das Licht nämlich nicht an. Also automatisch an, wenn man reingeht. Ja, sehr schön. Geschafft. Juhu. So, jetzt kommt das Zimmer. Und der Rest. Nun bin ich ja mal gespannt, ob das jetzt dann tatsächlich funktioniert alles, ne? Und am Ende dann so aussieht, wie ich das gerne hätte. Ich weiß nicht, wie viel brauchen wir? Zwei. Ich will jetzt nicht mehr so viele kaufen, weil wir jetzt ja dann hier oben fertig sind. Und ja relativ schnell dann runtergehen. Und unten will ich eigentlich diese Wände nicht mehr haben. Da möchte ich mir gerne was Neues raussuchen. Ich fand das Rot jetzt hier auf dem Flur total cool. Aber ich glaube, ich hätte für unten gerne noch ein bisschen was, noch ein bisschen was Schrecklicheres, um das mal so auszudrücken. Also irgendwas noch, was das Ganze so einen Effekt macht. Bis jetzt ist das zwar recht altmodisch hier eingerichtet, aber es ist jetzt nicht so der reinkommen und denken, oh, wo bin ich denn hier gelandet, Effekt irgendwie. Das fehlt mir noch so ein bisschen. So. Das war's. Gucken wir mal, ob wir alles haben. Nicht, dass ich hier das letzte Stück dann da wegschmeiße. Verkaufe, meine ich natürlich. So. Okay. Das haben wir. Hier kriegen wir natürlich keine Gardine vor. Weil das einfach nicht geht, ne? Ist ein bisschen schade, aber lässt sich jetzt nicht wirklich ändern. So, okay. Jetzt ein Bett. Ein Bett. Bett. Das hier haben wir. Was aber ja, vom Bezug her einfach zu nett ist. Deswegen, ja, gefällt mir das nicht so. Das ist auch schön hässlich. Im Prinzip. Aber es ist auch ein Doppelbett, ne? Hier haben wir noch ein Einzelbett. Hier ist nur so ein Stahl, ne? Ne, Stahl ist irgendwie nicht so gut. Kanariengelb. Aha, okay. Ja. Das hier wäre auch cool, was im Landhaus-Stil zu machen. Nö. Ist das? Ist das gleiche Muster, ne? Nur in etwas anders. Das wäre eine Möglichkeit. Ja? Also das wäre eine reelle Möglichkeit zu nehmen. Dieses Bett würde mir gefallen. Alle anderen Einzelbetten kommen ja leider nicht in Frage. Das ist alles zu modern, nicht bezogen.
Ja, nicht bezogen, finde ich, geht gar nicht. Also da, das muss schon bezogen sein. Okay, ich würde aber trotzdem jetzt ganz gerne nochmal gucken, ob und wie man das eventuell unterkriegen könnte hier. Aber wie ich schon sagte, wenn wir das reinstellen, können wir nicht mehr laufen. Und zwar gar nicht mehr. Man könnte es höchstens so reinstellen und dann hat man das so, dass. Ne, das ist Mist. Das geht nicht. Das geht gar nicht. Und so, da kommen wir nicht mehr rein. Ja, da geht gar nichts. Okay. Also, das geht tatsächlich gar nicht. Dann müssen wir jetzt hier dieses Einzeldings nehmen. Den Rahmen können wir eigentlich in Gold machen. Dann ist das so richtig. So richtig. Den können wir mal verkaufen erstmal hier. Oh Mann. Ich glaube, ich würde sterben in diesem Zimmer. Das ist ja. Das ist ja wirklich gruselig, ne? Ich würde hier jetzt ganz gerne. Wir stellen das doch wieder da hinten an die Wand ran. Ich habe da eine Idee. Aber jetzt brauchen wir erstmal noch den Dings, den Teppich. Im Badezimmer haben wir auch noch keinen Teppich. Der muss da auch noch rein. Darf nicht vergessen werden. Aber der passt da gar nicht rein. Es geht gar nicht. Tja, der passt nicht. Der ist zu groß für das Badezimmer. Und einen kleineren haben wir leider nicht. Wir haben zwar hier so kleine Quadrate, aber nicht in weiß. In grau. Oh, der ist viel zu groß. Das geht gar nicht. Ich habe gedacht, der wäre kleiner, aber hier ist noch einer in rosa, ein kleines Quadrat. Nee, das wird nix. Der ist auch zu groß. Aber warum der nicht passt? Sagen, das wundert mich schon ein bisschen. Ja, okay. Jo, ist so. Müssen wir drauf verzichten. Dann gucken wir mal, ob wir den anderen überhaupt hier reinbekommen. Ach komm, das muss passen. Ah, klar, passt der. Ah, wie cool. So, der passt. Das ist perfekt. So, ich muss jetzt mal eben schnell schauen. Wir haben keine Heizung hier drinne. Die machen wir natürlich noch rein. Könnten wir vielleicht unters Fenster machen. Genau, und dann sind wir eigentlich fertig. Wir brauchen noch eine Kommode, aber dann sind wir durch hier. Und ich würde dieses Zimmer dann auch gleich anfangen zu dekorieren. Dass wir das jetzt einfach hier fertig machen. Sollen wir die dahin machen oder hier? Hier wäre auch eine Möglichkeit, denn da können wir eh keine Kommoden hinstellen. Das funktioniert nicht. Da können wir vielleicht irgendwas zum Hängen oder so dran machen. So. Können die weiter da hinten hinpacken oder weiter da vorne? So. Okay. Dann haben wir das fertig. Das steht gut dran. Da auch. Alles klar. Dann brauchen wir erstmal Türen. Da haben wir hier die hier. Ne? Ja. Ja. Reingehen tue ich da jetzt mal nicht. Da kommt man nicht mehr raus. Und hier die Tür, die Zimmertür natürlich. Ne? Und eben auch so, dass man sie dann von innen verschließen kann. Okay. So, jetzt hätte ich hier gerne noch. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Schrank. Also irgendwas an Schränke zum Aufheben. Also zum Sachen reinpacken und so.
Wir hatten ja jetzt noch keinen Hängeschrank benutzt, ne? Also ich glaube, ich würde die dann doch ganz gerne mal nutzen. Ja, vielleicht können wir die einfach hier rüber hängen. Einfach ein paar, also so zwei, drei Stück. Ach, das passt nicht, das passt nicht. So. Jetzt aber, oder? Okay. Können wir das öffnen? Können wir das öffnen? Ja, das sollte passen, denke ich. Das ist okay. Ja. Da machen wir gleich auch noch ein Bild oder sowas hin. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch eine Lampe. Dings brauchen wir auch noch, ne? Ein Lichtschalter. So. Und Lampen. Lampen. Deckenlampen. Stahlbuche. Schade, kein Wänge. Da auch nicht. Das finde ich schade. Nee. Wie ist das eigentlich mit Stehlampen? Gehen die automatisch mit an? Also die großen? Tischlampe, Lampe. Was hat das damit auf sich? Sind beide eigentlich gleich, oder? Fußbodenlampe, Floor Lamp Cube. Ich glaube, die sind irgendwie zweimal drinne. Fußbodenlampe Tuba gehoben. Bodenlampe Roller. Oh, guckt mal. Ah, warum denn kein Wänge? Ah, was soll denn das? Aber das kommt schon nah an Wänge ran hier, ne? Also wirklich, die ist perfekt. Die ist einfach nur perfekt. Komm, die nehmen wir so, wie sie ist und packen die in die anderen Zimmer rein. Ich hoffe, dass das wirklich passt mit dem Holz. Ach ja, warum? Ja, völlig egal, ob das ein bisschen anders aussieht, ne? Ja, die sind cool. Das macht mich glücklich. So, dann haben wir noch ein Zimmer, wo wir die draufstellen. So, okay, gut. Haben wir. Ja, jetzt ist hier die Frage, stellen wir da auch einen Nachttisch noch hin? Würde ich ja fast sagen eigentlich, ne? Hier, Nachtschränkchen. Würde ich eigentlich schon ganz gerne hier so nebenstellen. Ja? Und da packen wir die tolle Lampe hin. Ja, perfekt. Okay. Das ist perfekt. Dann geht's weiter. Jetzt haben wir ja eine kleine Lampe. Wir brauchen allerdings noch ein bisschen mehr Licht. Das ist ein wenig zu wenig Licht. Ich hätte gerne eine hohe Stehlampe. Nachtlampe. Ui. Die ist auch cool. Aber cool wollen wir gerade nicht. Wir wollen eBay. eBay-Fui. Nee, das ist alles. Die gefällt mir ganz gut. Allerdings der Stoff nicht so. Das finde ich ein bisschen schade. Da wäre dann schon eher hier die hier irgendwie etwas für hier. Ich stell die mal hin. Ja, aber die. Gut, okay, die sieht schon altbacken aus, aber die ist jetzt nicht.
Angeschlossen am Schalter. Ach, ich hätte sie anmachen müssen, ne? Okay. Gold. Säule in Gold. Lampenschirm in Creme. Ja. Ja, ja, ja. Okay, also ich glaube, dass selbst die Kleinen angehen, ne? Wenn ich die anmache. Gehen aus und gehen wieder an. Das ist dieses Ico, diese Ico-Einstellung, die finde ich zum Beispiel total cool. Ach, was ich gelesen habe, das neue DLC, was ja kommen soll, da gibt es eine Vorher-Nachher-Funktion. Ah, da freue ich mich ja schon richtig drauf, ne? Also das ist ja was, das finde ich total klasse. So, die Lampen nehmen wir auch in jedem Zimmer. Ich stelle die einfach erstmal hier her. Ich stelle die mal hier ins Zimmer. 1, 2, 3. Wir haben am Ende 4 Zimmer. Ist einfach nur, damit ich nachher nicht noch wieder alles raussuchen muss und gucken muss. Oh, was habe ich denn gemeint? Denn in diesem Part werden wir das wahrscheinlich gar nicht mehr schaffen, alles. Und deswegen mache ich da schon mal ein bisschen was hin. Hier wieder in Gold, ne? Braucht man denn einen Wecker, wenn man im Hotel ist? Eigentlich nicht. Eigentlich müsste da ja ein Buch liegen. So, und das Buch kommt natürlich jetzt auch noch dahin. The Secrets. Aber das ist egal, da können wir dann egal, immer ein verschiedenes Buch nehmen. Das ist jetzt nicht so wichtig. Die brauchen wir jetzt dann nicht in den Flur legen. Aber die Lampe muss ein bisschen rutschen. So, ja. Okay. Pflanzen brauchen wir jetzt hier drinnen noch. Die müssen auf jeden Fall noch hier rein. Die sind unter Dekorationen Pflanzen. So. Die können wir da unten mit hinstellen. Ja, doch, doch, das ist, finde ich gut. Dann will ich den da noch. Für hier. Dann noch was Kleines. Der kann ruhig einen weißen Topf haben. Das ist also völlig okay. So. Mehr würde ich hier jetzt an Zeug, an Blumen nicht machen. Jetzt kommen noch ein paar Bilder an die Wand. Fotos und Gemälde. So, wir wollen natürlich ein bisschen komische Sachen. Und mit komisch meine ich wirklich komisch. So. Das ist auf jeden Fall perfekt dafür. Ja, und hier sind natürlich dann so kleine Bilder sind natürlich immer geeignet für sowas. Aber damit sollten wir eigentlich den Flur pflastern. Gar nicht hier die Wände, sondern den Flur. Das sieht irgendwie doof aus. So ist besser. Ja, perfekt. Perfekt. Fertig. Das Zimmer ist fertig. Also ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem Zimmer. Gut, Tür zu. Und ab ins nächste. Hier haben wir noch die Lampen stehen. Packen wir da eine hin. Und eine. Packen wir da schon mal hin. So, einen Wecker nehmen wir auch mit. Aber eben nur einen hier in diesem Zimmer. Ich denke, ein Wecker reicht. Ja, Bilder machen wir gleich. Aber ich brauche jetzt erstmal Pflanzen. Die da wieder. Die finde ich nämlich recht schön für dieses Thema. Die hat so einen Oma-Blumentopf. Deswegen passt die da ganz gut rein. Wir haben hier noch die Drachzehner, aber die ist mir eigentlich schon zu modern, diese Pflanze. Hier, sowas wäre noch super. Das passt da gut hin.
Ach, perfekt ist das. So, die Lampe stellen wir hier in die Ecke. Da haben wir ja Platz genug, ne? So. Wir haben hier noch keinen Lichtschalter. Das ist schlecht. Also, auch wenn der keine wirkliche Funktion hat, finde ich, muss der hier unbedingt an die Wand. So. Ach so, Fernseher. Sollen wir Fernseher hier mit reinstellen? Also in das Zimmer hier wahrscheinlich eher sowieso gar nicht. Hat man in solchen Pensionen Fernseher? Ich will mal eben schauen, was wir da zur Verfügung haben. Da. Ein hängender Fernseher. Oh, so groß ist der gar nicht. Okay, der ist vielleicht doch ein bisschen groß. Also für hier auf jeden Fall. Das Zimmer ist viel zu winzig dafür. Dann haben wir hier noch einen Fernseher. Ja, der ist ja auch so groß. Ein Monitor. Das geht eigentlich noch. Aber ist das noch Standard? Ich weiß das gar nicht. Ehrlich gesagt, ich war ewig lang nicht mehr in irgendeiner Pension oder so. Ich würde das gar nicht brauchen, weil ich einen Laptop dabei hätte. Deswegen würde ich das jetzt hier weglassen. Also ich hoffe, das stört euch nicht zu sehr, aber ich würde es gerne weglassen. Moment, jetzt muss ich mal eben gucken, was brauchen wir hier denn noch? Wie sieht denn das Bad aus? Hatten wir hier alles fertig? Ja, da ist alles wunderbar fertig mit Heizung und so. Hier haben wir die Heizung auch. Da fehlt noch ein Buch. Da, Bücher. Nehmen wir das da. So, da muss natürlich jetzt auch irgendwas drauf auf das Ding da. Boah, die ist auch super hier, die Uhr. Ha, die nehmen wir für da. So, ja. Jetzt ist wirklich die Frage, was nehmen wir da noch und packen wir da hin? Deko. Ein paar Vasen. Pflanzen. Wo haben wir denn noch die Möglichkeit, einen Topf draus zu machen? Da. Gut, aber die ist wieder zu breit. Die kriegen wir da nicht ganz hin. Die ist auch zu groß. Also, die Möglichkeit wäre, die Yucca-Palme zu nehmen, die ich persönlich zu groß finde. Den Tüpfelfarn finde ich zu klein. Wie sieht's mit der hier aus? Ja, die geht doch. Kann man die ein bisschen drehen? Ja. Genau. Und da machen wir jetzt einfach ein paar Bilderrahmen hin. Diese zum Hinstellen. Da. Einfach mit Tieren drauf, ne? Gar nicht mit Menschen oder so. Das finde ich ganz gut hier mit Blumen. Die sind doch neu. Die kenne ich gar nicht. Die sind doch neu. Finde ich schön. Oder? Gab es die vorher schon? Oh, das ist möglichst, weil kann ich jetzt... Ich will es nicht beschwören. Ich will jetzt nicht sagen, wie ja, das ist neu. Beziehungsweise... Das kenne ich nicht. Also das ist neu. Neu und so schön gruselig. Das ist echt nett. So, jetzt haben wir da noch eine Wand, wo noch ein großes Bild hin kann. Nein, das ist zu sehr retro. Das geht gar nicht. Aber wir hätten jetzt hier noch sowas. Das ist mir zu klein. Das sind auch alles kleine. Die sind auch klein, ja. Was ist das? Bild von einem Feld. Na, ich weiß nicht. Nee, das passt nicht so schön wie drüben die Dings, ne? Die, na. Was war das? Eine Sonnenblume oder sowas, ne? Die hier.
Das ist ein weißer Rahmen. Das passt dann nicht. Ich glaube, wir hängen einfach auch hier das Bild mit hin. Das gab es im Sonderangebot. Deswegen haben wir das jetzt überall hängen. Nehmen wir noch. Sowas. Okay. Super. Fertig. Also mehr würde ich da auch nicht machen wollen. Jetzt brauchen wir hier natürlich noch eine Tür, um das Ganze dann eben auch abzuschließen. So. Ja, das Gruselhaus? Nochmal versuchen, ob wir die von der anderen Seite, guckt mal. Da. Das ist doch verbuggt. Okay, ich denke mal, Neustart würde das beheben. Ist das denn auch die gleiche Tür? Das ist doch die gleiche Tür. Ja, jetzt bin ich völlig, völlig raus. Na gut, okay. Ein bisschen gruselig, aber nur ein bisschen gruselig. Gar nicht so doll. So, dann nehmen wir wieder den nächsten Wecker mit und packen den hier hin. Auf die andere Seite kommt wieder das Buch. Hier, die können wir auch gleich aufhängen. Das Bild hier, das hängen wir übers Bett. Oh ja, schön hässlich. Super hässlich. Nette Bilder, sagt die eine. Aha. Ja, wenn sie meint. Ich mache jetzt hier mal die Tür rein und hoffe, dass hier keine komischen Fingerabdrücke an der Tür entstehen. Ja, da scheint alles gut zu sein. So, die Lampe stellen wir hier hin. Ja. In die Fenster müssen natürlich jetzt noch wieder Pflanzen rein. Und wir haben hier ja auch noch wieder einen Schrank, wo was rauf muss. Da würde ich einfach wieder so... Da so Bilder raufstellen. Die hier. Die beiden. Das da. So ein bisschen verschieben. Ah, ich sehe so schlecht hier. Ja. Da drüber. Das hier. Nee. Das hängen wir dahin. Da stellen wir eine Blume drauf. Und zwar habe ich hier noch eine Blume ausgewählt. Nein. Dekoration, Pflanzen. Die kommt wieder ins Fenster. Mit einer kleinen zusammen hier. Wir haben ja zwei Fenster. Da muss also auch noch irgendwas hin. Da stellen wir die hin. Und hier, die passt die ans Fenster? Oh, aber das sieht doch doof aus, oder? Geht das? Oh, es geht, ne? Nö, das ist okay. Das können wir so lassen, denke ich. Vielleicht, wenn wir sie ein bisschen drehen, vielleicht kriegen wir sie dann noch ein wenig weiter nach hinten. Hier. Nee. So. Ja, das finde ich okay. Und dann brauchen wir, wie gesagt, für hier oben drauf noch was. Da können wir doch auch den hier mal nehmen. Und blau nehmen. So. Ja, perfekt. Ja, wir machen mal alles an. Habe ich denn hier schon einen Lichtschalter? Nein, der fehlt natürlich noch. Der muss da auch hin. Anschlüsse. So. Okay. Badezimmer. Alles fertig, alles gut. Und hier muss noch etwas hin. Und zwar muss da noch irgendwas an Gemälde hingehangen werden.
Oh, das ist doch eigentlich hier recht groß. Dort auf dem Boden könnte man die Yuccapalme hinstellen. Ich glaube, die würde sich da ganz gut machen. Ja. Okay. Ach, das Buch fehlt noch. Das obligatorische Buch. Das muss natürlich noch dahin. Psychologie. Na, das passt hier doch wunderbar hin. So. Okay, alles klar. Auch fertig. Gut, dann würde ich jetzt an dieser Stelle den Part dann gleich beenden. Dann haben wir noch ein Zimmer und den Flur, den wir hier oben dekorieren. Und dann können wir auch schon unten ja, mit dem Rest der Pension weitermachen. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.